Herzlich willkommen zur Vorstellung des Bachelors Wirtschaftswissenschaften. Mein Name ist Alexander Ahammer, ich bin Assistenzprofessor am Institut für Volkswirtschaftslehre und ich darf Sie jetzt durch die Vorstellung begleiten. Ganz kurz zum Ablauf. Ich werde vorher was über die JKU erzählen, werde dann konkret zu unserem Studium kommen, was sind eigentlich Wirtschaftswissenschaften, werde ein bisschen über den Aufbau des Studiums sprechen und dann, warum wir glauben, dass es für Sie interessant sein könnte, also über Berufsaussichten sprechen. Ich werde dann noch ein paar Verweise geben, sollten Sie sich für das Studium entscheiden, wie Sie sich anmelden können. Werde dann noch ganz kurz auf ein paar häufig gestellte Fragen eingehen und Ihnen dann unsere Kontaktdaten geben, sodass Sie sich jederzeit an uns wenden können, wenn Sie noch Fragen haben. Eingangs mal ein bisschen was zur JKU. Ich habe selbst an der JKU studiert. In meiner Laufbahn jetzt viele andere Unis gesehen. Ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass die JKU eine der schönsten Campus-Unis in Europa ist. Ich werde Ihnen dann noch ein paar Fotos zeigen, vielleicht ganz kurz ein paar Zahlen und Fakten zur JKU. Wir haben ungefähr 21.000 Studierende, wir haben ungefähr 130 Professorinnen und Professoren, 100 Studienrichtungen in 4 Fakultäten und 3 sogenannten Schools. Das Budget ist ungefähr 500 Millionen Euro. Wir haben insgesamt 3.400 Mitarbeiter, das sind nicht nur Professoren und wissenschaftliches Personal, so wie ich das bin, sondern auch allgemeines Personal, die für die Verwaltung zuständig sind. Das Ganze teilt sich ungefähr auf, der Campus ist relativ groß, teilt sich auf 36 Hektar auf. Hier ein paar Eindrücke zum Campus. Sie sehen, es gibt viele Freiflächen, es gibt Platz, wo Sie sich mit Freunden treffen können, mit Kommilitoninnen und Kommilitonen treffen können. Es gibt Platz zum Lernen. Sie sehen hier unten zum Beispiel die Bibliothek. Wenn Sie irgendwann in der letzten Zeit mal am Campus waren, dann haben Sie sicher gesehen, dass sehr viel Neues gebaut wird. Wir haben sehr viele neue Gebäude. Unten sehen Sie zum Beispiel das Teichwerk. Das ist ein Café, das so im Uniteich schwimmt. Das ist wirklich sehr nett, Café und Bar. Es gibt auch, ich habe mir ein paar Sachen rausgeschrieben, die jetzt neu am Campus sind, die vielleicht für Sie insbesondere interessant sein können. Es gibt ein Fitnessstudio mittlerweile, es gibt einen Volleyball- und Fußballplatz. Natürlich kommen auch nächtliche Betätigungsmöglichkeiten nicht zu kurz. Okay, das wäre es mal im Allgemeinen zur JKU. Ich würde Sie einfach einladen, wenn Sie interessiert sind, schauen Sie einfach mal am Campus, sehen Sie sich das mit eigenen Augen an. Ich kann Ihnen versprechen, dass Ihnen gefallen wird, was Sie sehen werden. Kommen wir jetzt zum Bachelor, zum Aufbau des Bachelorstudiums Wirtschaftswissenschaften. Ganz kurz, glaube ich, macht es Sinn, mal darüber zu reden, was eigentlich Wirtschaftswissenschaften sind. Wenn Sie die Zeitung aufmachen und den Wirtschaftsteil lesen, die Themen, mit denen Sie dort konfrontiert sind, sagen wir Aktien, Kapitalmärkte und so, das ist eigentlich nur ein ganz kleiner Teil, was Wirtschaftswissenschaften eigentlich ist. Wir beschäftigen uns mit Fragen wie: Warum verdienen Frauen eigentlich weniger, zahlen aber mehr beim Friseur? Oder warum ist ein Land reich, warum ist Botswana reich, aber Nigeria arm? Daneben gibt es so weltpolitische Probleme, die eigentlich fundamental ökonomischer Natur sind. Zum Beispiel Wirtschaft und Umwelt, also Klimawandel im Allgemeinen, E-Business, Handelskriege, Finanzmärkte, Gesundheitssysteme, Evaluierung von Politikmaßnahmen und so weiter. Im Groben geht es ja in den Wirtschaftswissenschaften, in der Ökonomie eigentlich darum, wie reagieren Menschen auf Anreize und wie kann man knappe Ressourcen optimal zuteilen. So gibt es dann auch Fragen, die Sie vielleicht nicht sofort mit Wirtschaft in Verbindung bringen, mit denen ich mich zum Beispiel beschäftige. Wie reagieren Heroinabhängige auf ökonomische Anreize? Ich habe sogar einen Kurs auf der JKU dazu, wo es ein bisschen um die Themen geht. Welche Auswirkungen hat Kriminalität auf unsere Gesellschaft? Da geht es immer um Anreize und knappe Ressourcen und deswegen kann das ökonomische Instrumentarium dort Anwendung finden oder auch: Wie können wir den Klimawandel mit wirtschaftlichen Instrumenten, zum Beispiel CO2-Zertifikaten, entgegenwirken? Das ist auch ein ganz großes Thema im Moment in den Wirtschaftswissenschaften. So vielfältig die Wirtschaftswissenschaften sind, so vielfältig müssen auch die Fähigkeiten sein, die sie mitbringen, um Wirtschaft zu verstehen. Dazu braucht es Kenntnisse aus Volkswirtschaftslehre, Betriebswirtschaftslehre und Psychologie. Und das sind eben die drei großen Themenblöcke, die wir in dem Studium Wirtschaftswissenschaften an der JKU vereinen. Und deswegen glauben wir, dass das für Sie interessant sein könnte. Wie setzt sich das Studium jetzt konkret zusammen? Es teilt sich in zwei Teile auf. Zuerst gibt es ein Grundstudium mit 99 ECTS. Da können Sie aus Kursen
der VWL, der BWL, Psychologie, Soziologie, Geschichte, Mathematik, Statistik und Recht und so weiter. Also alles, was irgendwie mit Wirtschaft zusammenhängt, wählen. In einem zweiten Abschnitt gibt es dann Spezialisierungsmöglichkeiten. Darauf komme ich aber gleich zu sprechen. Das ist zum einen VWL, das andere Economics and Business ist quasi eine Kombination aus VWL und BWL. Und dann gibt es noch eine Kombination aus VWL und Psychologie. Letzteres ist meiner Meinung nach besonders interessant, weil es einzigartig in Österreich ist. Wenn Sie irgendwie an Wirtschaftspsychologie interessiert sind, dann sind Sie bei uns genau an der richtigen Stelle. Ein Punkt, der auch immer wieder auftaucht im Studium, das sind Daten, beziehungsweise die Arbeit mit Daten und die Analyse von Daten. Sie haben den Spruch vielleicht gehört, Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts. Was für Sie vielleicht wichtig ist, ist, heutzutage am Arbeitsmarkt ist die Fähigkeit, mit Daten zu arbeiten, extrem gefragt. Und deswegen glauben wir, dass das einen ganz prominenten Stellenwert im Studium haben sollte. Okay, ja, im ersten Studienabschnitt nur ganz kurz, Sie können eben aus verschiedenen Bereichen wählen, VWL, BWL, Sozialwissenschaften, Recht, Mathematik und so weiter. VWL-Kurse wären zum Beispiel Grundlagen in Mikro- und Makroökonomie, das kennen Sie vielleicht, wenn Sie mal in einer Hack waren, Marktwirtschaft und Staat, empirische Ökonomie und so weiter. BWL sind diese klassischen BWL-Kurse, aus denen Sie auch wählen können, wenn Sie das interessiert. Hier im ersten Studienabschnitt steht diese Interdisziplinarität im Vordergrund. Das heißt, Sie sollen Kurse auswählen können, die Sie interessiert. Das soll Sie dann auf den zweiten Studienabschnitt vorbereiten. Im zweiten Studienabschnitt gibt es auch wieder Wahlmöglichkeiten. Und zwar lauten die wie folgt. Es gibt drei Schwerpunkte. Der erste Schwerpunkt ist der Schwerpunkt Economics. Der Schwerpunkt Economics, wenn Sie sich dafür entscheiden, das gibt Ihnen einen vollwertigen VWL-Bachelor. Da haben Sie 54 ECTS aus Spezialisierungsfeldern, die zum Beispiel wären Economic Behavior and Organizations, Industrieökonomie, Public Finance, Environment and Health, das schneidet so die Themen Umwelt und Gesundheit an, Makroökonomie, klassisch internationale Ökonomie und Datenanalyse und ökonomische Methoden. Dann gibt es noch die Möglichkeit, wenn Sie nicht so viel VWL machen wollen, sondern vielleicht noch BWL dazu machen, dann können Sie entweder zwei Module aus VWL und ein Modul aus BWL machen. Ein BWL-Modul wäre zum Beispiel klassisch Buchhaltung, Kostenrechnung, Finanzwissenschaften, internationales Management. Sie können aber auch zum Beispiel zwei BWL-Module und nur ein VWL-Modul wählen, wenn Sie sich stärker auf BWL fokussieren möchten. Das heißt, hier können Sie frei aus diesen sogenannten Modulen wählen. Der dritte Schwerpunkt wäre dann Ökonomie und Psychologie. Hier müssen Sie zumindest 18 ECTS aus VWL und 18 ECTS aus Psychologie machen. Ihnen ist sicher aufgefallen, dass da noch 18 ECTS fehlen. Die 18 ECTS können Sie dann entweder auch aus VWL oder aus BWL machen. Das heißt, Sie können im Prinzip auch VWL, BWL und Psychologie gemeinsam studieren. Psychologie, das Modul setzt sich aus Kursen wie Psychologie und Ökonomie, Arbeits- und Organisationspsychologie, Markt- und Konsumentenpsychologie, Behavioral Economics oder strategische Managemententscheidungen zusammen. Ja, warum sollen Sie das eigentlich machen? Was für Sie ist sicher am wichtigsten, dass das Studium interessant ist, aber auch die Jobaussichten sollen stimmen. Ich kann Ihnen berichten, dass unsere Absolventinnen und Absolventen traditionell schnell sehr gute Jobs finden. Das hat was damit zu tun, weil sie zum einen mit Zahlen arbeiten können, sie können aber auch mit Daten arbeiten und wissen aber auch über Gesamtwissen, wirtschaftliche Zusammenhänge Bescheid. Und das qualifiziert sie einfach für eine Vielzahl an Jobs, sowohl national als auch international. Ich werde dann noch ein paar Beispiele geben. Und nochmal möchte ich kurz betonen, dass unser Studium auch eine ideale Grundlage für die Ausbildung zu einem Data Scientist ist, was eben im Moment ein sehr gefragter Job ist. Ja, was sind so typische Berufsfelder? Wie gesagt, Data Scientist, Consulting, Unternehmensberatung, strategisches Management. Sie können Finanzdienstleister, es gibt auch viele Analysten, Analysten bei Banken, bei Hedgefonds und so weiter. Sie können in wissenschaftliche Abteilungen bei internationalen Organisationen Anschluss finden, zum Beispiel in der EU, OECD und so weiter. Natürlich Forschungstätigkeit, entweder so wie ich mache auf universitärer Ebene oder bei Nationalbanken, bei der EZB, genauso am IAS und WIFO, die suchen auch immer nach Wirtschaftswissenschaftlern. Oder Sie können natürlich auch eine Karriere in der Landes- oder Bundesverwaltung einschlagen. Vielleicht
ein bisschen konkreter. Was wir gemacht haben, ist, wir haben ehemalige Absolventinnen und Absolventen von uns kontaktiert und haben die gefragt, was die zurzeit machen, welchen Weg sie nach dem Studium eingeschlagen haben und was ihnen besonders an unserem Studium gefallen hat. Sie können den Link, der da unten steht, einfach in den Browser eingeben oder einfach auf unsere Website geben, da ist der permanent vorhanden, unter Absolventinnenporträts, also Lehre und dann Absolventinnenporträts. Da können Sie, da sehen Sie dann auch ein Foto und ein bisschen Geschichte über die Person und da können Sie ein bisschen nachlesen, was unsere Absolventinnen so machen. Konkrete Beispiele wären Senior Manager bei der Post, Data Scientist bei Runtastic, das ist ein Kollege, der mit mir damals studiert hat, Risikokontroller bei der Raiffeisen Landesbank. Gibt es immer wieder, zumindest einmal im Jahr, jemanden, der bei der Raiffeisen Landesbank als Risikokontroller anfängt. Der Stefan Bruckbauer ist Chefökonom bei der Uni Credit Austria zum Beispiel. Er hat auch bei uns studiert. Daneben gibt es eine Abteilungsleiterin für Wirtschaftspolitik im Bundesministerium für Digitalisierung. Es gibt einen Innovationsmanager bei Fabersoft, Asset Accountant bei BAP Rotax. Trainee bei der EZB in Frankfurt und eine Kollegin, die mit mir das Doktorat gemacht hat, die ist mittlerweile in einer Immobiliengesellschaft und ist dort Leiterin der Konzeption. Sie sehen, das sind sehr breite Jobs, das sind nicht nur so diese klassischen VWL-Jobs wie beim WIFO oder beim IHS, sondern da können Sie wirklich in Banken arbeiten, da können Sie in Risikoabteilungen arbeiten, da können Sie in wissenschaftlichen Abteilungen arbeiten, da können Sie mit Daten arbeiten. Ich glaube, das gibt einen sehr guten Überblick über die Berufschancen. Noch ganz kurz zur Anmeldung. Im Wintersemester startet die Voranmeldung Anfang Mai. Die allgemeine Zulassungsfrist ist dann zwischen Juli und September. Wenn Sie da mehr Infos brauchen, dann würde ich vorschlagen, dass Sie einfach auf die Website der JKU gehen und dort unter Zulassung nachschauen. Studienrichtungen mit Aufnahmeverfahren. Bei uns gibt es keine Aufnahmeverfahren. Das heißt, sofern Sie eine österreichische Hochschulreife haben, also eine Matura, dann können Sie sich bei uns jederzeit inskribieren. Okay, noch zwei bzw. drei häufig gestellte Fragen. Die eine ist, die kommt immer wieder auf, was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Bachelor Wirtschaftswissenschaften und dem Bachelor BWL? Die Antwort ist schnell gegeben. Im BWL geht es einfach mehr um, sagen wir, betriebswirtschaftliche Kompetenz und unternehmerisches Handeln, während es in dem wirtschaftswissenschaftlichen Studium, sagen wir, Wirtschaft auf breiterer Ebene behandelt wird. Das heißt, Sie haben nicht nur BWL, sondern auch VWL, Finanzwirtschaft, Psychologie und Datenanalyse und so weiter, alles, was wir vorher besprochen haben. Die zweite Frage ist, was ist der Unterschied zwischen WIWI und dem Bachelorstudium Statistik bzw. Data Science? Ich habe jetzt mehrmals gesagt, dass diese Data Science einen sehr wichtigen Teil unseres Studiums ausmacht. Da ist es einfach so, wenn Sie Statistik studieren, dann findet das alles auf formalerer Ebene statt. Das heißt, in unserem Studium, da steht eher die Anwendung im Vordergrund. Das heißt auch, dass Sie nicht so viel Mathematikkenntnisse brauchen, als wenn Sie zum Beispiel Statistik studieren möchten. Zuletzt, das habe ich jetzt nicht auf den Folien, aber das ist mir vorher noch eingefallen, es gibt immer wieder die Frage nach Auslandsaufenthalten. Dazu kann ich Ihnen nur sagen, Auslandsaufenthalte sind uns sehr willkommen und wir werden die auch aktiv fördern. Okay, ja, wenn Sie jetzt vielleicht noch weitere Fragen haben, Sie können jederzeit auf unsere Webseite vorbeischauen, die ist hier oben angegeben. Sie können jederzeit mich entweder telefonisch oder noch besser per E-Mail kontaktieren, wenn Sie konkrete Fragen haben, auf die Sie vielleicht auf unserer Webseite keine Antwort finden. Hier sind auch noch ein paar wichtige Kontaktadressen der JKU, das Zulassungsservice, das Prüfungs- und Anerkennungsservice. Das Zulassungsservice, das wird Ihre erste Adresse sein, wenn Sie sich für ein Studium an der JKU entscheiden. Okay, wir sind natürlich auch auf den sozialen Medien vertreten und ich würde Sie hier einladen, dass Sie einfach mal vorbeischauen und uns eventuell ein Like spenden. Alles klar, vielen herzlichen Dank.